Hallo und willkommen wieder zurück zu Minecraft Feed the Beast Part 4. Eigentlich 3. 4, 3. Weiß ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich die Parts zusammenschneiden und den letzten Teil mir beim letzten Minecraft abgeschmiert ist. Hat sich da nichts mehr getan. Einfach nur abgeschmiert und das war's. Zum Glück hatte ich das Glück, dass die Aufnahme nicht verloren war. Das hatte ich zuerst nämlich befürchten gehabt, dass meine Aufnahme weg ist. Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Aber man hat dann Glück bei diesem Spiel. Ich nicht immer so, aber ab und zu habe ich doch ein Glück noch. So, jetzt tun wir hier mal Grundversorgung gerade machen an Ressourcen. Man so schön sagt, Ressourcen. Also hier mal ein paar Sachen ab, so das brauche ich sicher nicht mit den das kann ich da lassen, das kann ich da lassen, mal dahin. Jetzt werden wir ein bisschen farmen gehen. Geht sich das noch aus? Ach shit. Ja, okay, hätte ich jetzt nicht sagen sollen, das Wort shit. Sagt man eigentlich nicht in der netten Art hier, also Scheibenkleister halt mal. Ich glaube, das ist jugendgemäß, Scheibenkleister zu sagen. Ja, also wo setzen wir den hin? Den setzen wir hier mal fürs Erste her. Den werden wir mal austauschen, der bleibt nicht. Aus dem wird nämlich, zeige ich euch gleich, ein Iron Furnace und dazu brauchen wir Eisen. Ja, wir machen so einen Iron Furnace. Der ist ein bisschen besser. Ja, besser eigentlich nicht, aber mir gefällt er mehr. Und dann werden wir uns auch zulegen einige andere Sachen noch. Die nächsten wirklich großen Projektsachen sind Iron Furnace, dann Kompressor, Extruder, Macerator und, wo ist er? Der Generator. Das war jetzt viel zu viel Information auf einmal, ich weiß. Gehe ich dann noch einen drauf, sobald es soweit ist. Ich glaube, das ist besser, was wir da alles brauchen. Aber wir brauchen dafür die Sachen alles auch ein Energiespeicher. Und für das brauchen wir eine Badbox. Ja, und wo bekommen wir Energie daher? Entweder von der Kohle, die das dann hier speichert, dass sie hier gespeichert wird, oder was natürlich eine Möglichkeit wäre ein Nuklearreaktor. Gut. Habe ich schon bei meinem Offscreen-Spiel gemacht. Der ist mir halt jetzt schon dreimal hochgegangen. Ich weiß nicht warum bis jetzt. Ich denke, ich habe falsche Leitungen gelegt. Beziehungsweise die Kühlung war es. Und deswegen. Aber wir können das ja selber ausprobieren. Ja, dass wir sagen, okay, 500 Blöcke weg, tief unter der Erde, probieren wir es aus, ob das funktioniert. Können wir probieren. Obwohl mein eigentliches Ziel ist Low Voltage. Ich will Low Voltage haben, also Solarpanels, Solarenergie. Das ist das kleinste. Der Medium ist der und das ist der High. Aber für den höchsten brauchst du alleine für einen einzigen von denen brauchst du 8 von denen. Und für einen von denen brauchst du 8 von denen. Das heißt, du brauchst eine 8 mal 8 von denen. Und leicht herzustellen sind die nicht. Kann ich euch jetzt schon sagen. Du brauchst dann einen für die. Brauchst du schon mal die Electric Circles. Wir gehen noch. Glas geht auch. Coal Dust ist schon eine andere Geschichte. Das ist ein bisschen schwerer. Coal Dust gewinnst du aus Kohle, wenn du sie in einen Kompressor haust. Ich glaube Kompressor war das. Oder? Kompressor? Oder Extruder? Ich glaube Kompressor. Schauen wir mal nach.
Cool, das gewinne ich aus Stein der Weisen oder Miniumstein. Schön. Okay, Cool, das gewinne ich aus Pulverizer. Haha, jetzt haben wir es. Einen Pulverizer brauchen wir. Und dann einen Macerator. Eigentlich brauchen wir nur einen Macerator. Ja, das reicht ein Macerator. Aber einen Pulverizer brauchen wir trotzdem. Und den suchen wir uns auch gleich. Einen Pulverizer. Der schaut nämlich so aus. Und der wird wieder gemacht aus diesen schönen Dingen hier. Aus Kolben, Machine Frame, Feuerstein und Redstone Reception Coil. Reception Coil. Na supi. Okay. Das machen wir kurz dazu. Jetzt habe ich wieder zu viel Informationen auf einmal gegeben. Ich bin mir nichts Neues, oder? Daher kümmern wir uns wieder ums Wesentliche. Die Nahrungsversorgung. Falsche Taste. So, one question for me is one question for you. Soll ich mir jetzt die Kühe zusammentreiben in ein Gehege? Und mir das eine Kuhform machen, eine kleine? Das ist wahrscheinlich, wenn man es genau nimmt, die gescheiterste Variante wäre für den Anfang. Dazu bräuchte ich viel Holz. Und das ist dann so eine Geschichte. Ja, mir ist das wurscht. Ich baue das jetzt ab. Was will er mir machen, der Einwohner, der da drin wohnt? Nichts kann er mir machen. Ich habe ein Schwert, er nicht. Also holen wir uns hier das Holz, was wir brauchen, mal fürs Erste. Meine, die feine englische Art ist das jetzt nicht, was ich hier tue, aber irgendwie muss ich ans Holz kommen. Und nachdem ich hier keine Bäume habe gerade. Was tut hier ein Skelett drin? Das ist natürlich nicht schön. Es brennt. Es brennt noch immer. Jetzt ist es ins Wasser gekommen. Dieses Skelett ist intelligent. Jetzt ist es aber tot. Hat was getroppt? Ja, einen Knochen. Yeah, wir haben einen Knochen bekommen. Juhu. Und den können wir uns jetzt eine Welt kaufen. Oh ja. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte mich wieder zusammenreißen und wieder normal sein. Aber ja, ein bisschen Spaß gehört auch bei diesem Spiel hier dazu. Ja, ich und Feed the Beast, das ist jetzt eine Geschichte gerade. Weil ich nie gedacht, dass ich dieses Spieler, den Mod hier, ja Mod, ist ja eigentlich kein Mod. Es sind eigentlich 21 Mods in sich in diesem Feed the Beast. Ich hätte nie geglaubt, dass ich es eigentlich Let's Play tue. Aber ich war einfach danach. So aus Konverse zum normalen Minecraft. Und ich dachte, ja, warum nicht? Also, es kann entweder gut gehen oder es kann nicht gut gehen. Das werden wir sehen im Laufe des Spiels. Im Laufe für Parts auch immer werden. Mein erklärtes Ziel sind 100 Parts hier. Wäre mein erklärtes Ziel an sich für Feed the Beast. Und wenn ich die 100 knack, schaue ich, wie es bei euch angekommen ist und dann überlege ich es mir, ob ich weitermache oder nicht. Ob wir über die 100 noch drüber gehen oder nicht. Gibt sicher auch ein Special bei, 100, bei der 100. Folge. Das ist dann klar. Aber so weit denke ich noch gar nicht jetzt. Ich will jetzt nur mal hier kurz das noch fertig abbauen. Und dann ab in das Häuschen, was da drüben ist. Da verstecken wir uns wieder für die Nacht. Na gut, die Erde muss ich schon, sollte ich schon abbauen. Ich könnte nicht lassen, das schaut ein bisschen komisch aus.
können wir das machen. Ich habe einen Plan. Versteht ihr diesen Plan auch schon so wie ich? Dann versteht ihr schon mehr als ich. Ich habe vielleicht einen Plan. Aber ob der wirklich so umgesetzt wird, wie ich ihn mir denke, das weiß ich noch nicht. Dass wir da Löcher stopfen mal kurz, weil das Haus hat Löcher, wie ich gerade drauf gekommen. Das schaut vollkommen komisch aus, das Haus da. Auch zu den. Ach Gott. So, noch einen habe ich. Ein Erdblock ist Trumpf. Erdblock untergebracht. So, das war's mal wieder hier. Dann gehen wir rauf und gehen mal in nächtliche Lauerstellung. So, dann haben wir hier 26 Fontänen. Die sollte ich verarbeiten. Einen Zaun habe ich. Einen Zaun habe ich. Das ist viel ein Zaun. Nämlich gar nichts. So, wie war das jetzt schnell wieder? Jetzt muss ich wieder selber überlegen, wie der Zaun geht. Oi, oi, oi. Okay, so geht er mal nicht. Okay. So geht er auch nicht. Oh je. Ah. Na, so geht er auch nicht. Eieiei, wie geht denn der schnell wieder? Ja. In diesem Fall schauen wir kurz nach, für was gibt es das hier? Ja, okay. Okay. Mein Fehler. Dummheit gehört gestraft, oder? Ganz eine alte Redewendung. Wenn Dummheit wehtun täte, dann würden wir alle viel Schmerzen haben im Leben. Dass ich jetzt nicht mehr gewusst habe, ob ich einen Zaun geht, das ist natürlich ganz bitter. 40 werden auch zu wenig sein. Ja, das werden auch zu wenig sein. Gut, das kann ich jetzt schon sagen, dass die zu wenig sind. An sich habe ich gleich vor, mehr größere Dinge zu machen. Ja, also das könnte schon gehen, so mit 64, 74. Jetzt habe ich nur einen Fehler gemacht. Ich habe mir kein Zaun-Tor gemacht. Auch sehr intelligent eigentlich. Kann ich nicht mehr meinen Zaun tun. Halleluja! Okay, ich habe ein Fitte-Piss-Problem. Ich habe kein Fitte-Piss-Problem, ich habe eher so ein Problem gerade mit dem. Spiel angemeint gerade. Ach Gott, das. Ja, einfache Fehler nur gerade bei mir. Ganz easy Fehler hier drin, die was sich hier einschleichen gerade bei mir. Bei Minecraft eindeutig zu wenig wieder gespielt in letzter Zeit. Ich sollte mehr spielen. Die Dörfer lernst du wirklich alles, wie du craften tust. So, jetzt haben wir auch das Zaun da. Juhu. So, wer will denn da? Irgendwo klopft wer. Hallo? Okay, der klopft mein Nachbarn. Okay, passt. Ja, den lieben Nachbarn kurz helfen gehen. Servus. Gut, ist er auch noch. Ganz am Böse. Ist er böser? Jetzt ist er tot.
Ach, Luft doch noch. Wie ist das jetzt wieder? Gestatten Sie, Chris Gott. Da! Da kriegt zwei davon. Okay, das ist ein normaler. Kann es ja nicht sein, dass ich da überall anklopfen dann. Langsam. Irgendwas von nächtlicher Ruhestörung gehört. Mein. Ich kenne das nicht, das Wort nächtliche Ruhestörung da. Und wann ist die Tür noch fällt. Ja dann, wenn da drin wohnt, der tut mir schon leid, bei der nächsten Nacht ist derjenige drin. So, dann hören wir da mal. So, wo bitte? Ach, da! Ich sollte mich da nicht zu sehr darauf konzentrieren, dass ich ein paar Gegner fertig mache, weil das könnte hier ganz schön dumm ausgehen für mich. Ja, die Nacht dauert ja nicht mehr lang. Die Nacht sollte eigentlich produktiv sein. Ist sie nicht produktiv, indem dass man ein paar Mobs killt? Okay, den will ich jetzt nicht attackieren, so ein Creeper. Creeper sind nicht gerade meine Freunde. Brave Kuh. Ach, schon wieder so ein Skelett. Ich hasse sie, ich hasse Skelette. Sind wir Creeper lieber? Jetzt wird es schon hell. Die Kuh schaut mich wieder zur Goldigkeit an, lass mich leben. Okay, jetzt spiele ich mein Leben. Ich will unbedingt sterben, glaube ich. Ja, ich will sterben. Glaube ich will sterben, unbedingt. Deswegen lege ich mich jetzt gerade mit allen hier an. Vergiss, nach Hause zu laufen. Schnell, nach Hause. Schnell, irgendwo rein. Das Essen. Türe zu. Und essen. Schnell essen, einfach essen. Essen, dass ich das Ganze regeneriert. Einfach essen. Einfach. Ganz easy. Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Ich habe das gemacht. Yay, ich habe meinen Bogen, meinen ersten. Yay. Den habe ich doch gefunden. Yay. Oh mein Gott. Jam, jam. Vergessen. Warten. Und da kann ich den Greatwood Baum eigentlich da zum Verholzen nehmen, also zum Brennmaterial nehmen eigentlich. Dass ich da mein Essen kriege, weil für das andere kann ich den jetzt eigentlich eh nicht nehmen gerade. Obwohl er an sich eh nicht schlecht ist, dieser Greatwood Baum, muss ich schon sagen. Er ist nicht so ohne, wo ich sagen kann, okay, den brauchst du eigentlich nicht. So, ich werde mir jetzt aber eine zweite Truhe machen. Dass ich da ein bisschen mehr Spielraum habe. Also eine zweite Truhe kannst du immer brauchen. Jetzt das Ganze ein bisschen besser schlichten hier. Aber ja, alles kannst du nicht machen. Spaß gehört dazu, wir haben es gemerkt. Wir passen ab jetzt in der Nacht auf. Wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger. Mal rausgehen. Wir können da sehr schnell sterben, bin ich wieder drauf gekommen. Das will ich hier eigentlich noch nicht. So, soll ich das mal geschlichtet hier, Büro? Schaut's mit meinem Essen aus. So gut, dass es noch nicht fertig ist. Ja, dann muss ich hier noch einmal nachlegen. Aber es ist jetzt fertig gleich.
das verrät mir. Also ein bisschen Spielraum. So. Hätten wir das auch geschafft. Das war eigentlich jetzt der Verlängerungspart für den vorigen Part, weil er abgestürzt, weil mir das Spiel eigentlich abgeschmiert ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Im nächsten Part, der dann der Part 4 sein wird. Und ich werde diesen Part hier zum anderen dazu schneiden, dass dann irgendwie vielleicht ausschaut, dass es vielleicht nichts gewesen ist. Aber ihr wisst es jetzt, weil ich es euch zum Schluss nochmal gesagt habe. Ich sag wieder mal, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, was wieder heißt, Minecraft Feed the Beast. Live bei mir im Kanal, mit mir. Für euch. Danke fürs Schauen.